Hey meine Freunde, es geht um ein Phänomen mit meinem Mondeo. Es ist ein Mondeo MK4, Baujahr 10, 2014, also einer der allerletzten. Problematik ist, ich habe die Batterie getauscht. Es ist dieselbe Batterie, die vorher drin war. Ich habe auch hier die Quittung da, die kann ich euch gerne zeigen. Also die Batterie ist nagelneu. Ich habe sie vorher geladen. Also es gibt, da sollte es keine Probleme geben. An sich auch keine große Sache. Die Pole abmachen, Batterie tauschen, bam, rein. Jetzt haben wir das Problem, dass die Wegfahrsperre aktiv ist. Und dann haben viele gesagt, naja, gut, okay, klemm doch einfach mal die Batterie ab und mach das. Nein, Wegfahrsperre trotzdem noch aktiv. Ich möchte das aber einmal alles zeigen. Wir haben hier zwei Schlüssel. Wir nehmen erstmal den hier. Wie wir sehen, auf, zu, gar kein Problem. Wir haben den nächsten Schlüssel. Auf, zu, gar kein Problem. Gut, vielleicht haben wir auch gut und jetzt passt alles. So, wir gehen rein. Beide Schlüssel liegen drin. Okay, dann halt mal auf mich. Ich weiß, dass man die Batterie anlernen muss. Natürlich habe ich die Batterie eingebaut und danach gibt es den Trick, du musst fünfmal die Nebelschlussleuchte drücken, dreimal den Warnblinkschalter und dann leuchtet die drinnen das Batterie. Hat aber auch rein gar nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Man müsste das nicht machen, es würde trotzdem laufen. Gut, dann wurde noch gesagt, es gibt den Trick, ich soll einmal innen drinnen auf- und zuschließen. Wir machen jetzt das mal zu hier. Ich mache das Fenster ein bisschen runter und dann sollte das hier. Ihr habt das gesehen und jetzt sagt er Wegfahrsperre aktiv. Ich schalte ihn nochmal aus. So, ist ja lustig. Noch lustiger ist, gib das mal her. Einfach dagegen knallen, das ist egal. Wir haben hier nagelneue Batterie drin. Nagelneu. Es ist genau die richtige, es ist die Warta, es ist genau die Batterie, die rein muss. Warum er jetzt sagt, dass Batterie fast leer ist, naja. Es gibt dann ja auch noch den Trick, dass man diesen Schlüssel hier reinsteckt. Gib das mal her. Und zwar kann man den Schlüssel dann hier reinstecken und dann kann man auch starten, obwohl die Batterie alle ist. Wie gesagt, die Batterie ist nur für die Funkfernbedienung. Das hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. So, wir stecken den Schlüssel hier rein und jetzt sollte es ja gehen. So, wir gehen auf Zündung, Zündung ein. Wegfahrsperre aktiv. Lustig, oder? Das ist doch echt komisch. Hier sehen wir das nochmal. Nagelneue Batterie. Sie ist nagelneu. Wir werden jetzt rausgehen, werden die Batterie einmal abklemmen mit euch und dann werden wir uns das angucken. Ach so. Wir machen jetzt einmal aus. Nehmen den Schlüssel weg. Nimm den mal komplett weg. Und jetzt nehmen wir nur den Schlüssel. Du musst noch weiter weg vom Auto. So. Nicht, dass es heißt, wir wollen ja hier alles ausprobieren. So, wir schließen noch einmal auf und ab. Okay. Zündung. Wegfahrsperre aktiv. Lustig. Es gibt hier keinen Trick mit hier reinstecken und irgendwas. Wegfahrsperre aktiv. So, großes Problem. Ich melde mich sofort wieder. So, dann geht's hier weiter. Okay, hier haben wir Batterie, wie wir sehen, alles neu, wie man die tauscht, ganz easy. Das hier abnehmen, einfach nur hochklappen, den Halter rausnehmen, nach vorne schieben, Pluspol, da hinten ist der Minuspol. Über Brücken guckt man übrigens über diesen hier. Ich weiß, es gab ein Problem mal bei Mondeo, da wurde was zurückgerufen mit dem hier. Und da ist so dieser Batteriesensor drin oder so. Hat damit aber auch an sich nichts zu tun. Komm mal, weil innen drinne geht ja auch die Zündung, das funktioniert ja alles. Ich weiß, dass dieser Massepunkt oft nicht richtig funktioniert, aber er ist richtig dran, er ist sauber gemacht. Ganz komische Sache.
man an den Kabel guckt, sieht man auch nicht, ob irgendetwas kaputt ist. Da ist der Stecker dran. Ist schon sehr komisch. Das geht auch zur Batterie, also es wäre dieses Kabel. Da ist ja auch alles dran. Komisch. Es könnte ja auch sein, dass das irgendwas zu tun hat mit Dings. Ich werde jetzt das Ladegerät einmal anschließen, damit ihr auch seht, dass die Batterie auch wirklich voll ist, dass es auch nichts damit zu tun hat. Gut, bis gleich. So, ganz einfache Sache. Nehmen wir einmal vom, das ist der Luftmassenmesser. Nehmen wir den Stecker ab. Ganz einfach, dieses Ding hier nach oben ziehen. Und dann kannst du ihn abmachen. Immer ein bisschen vorsichtig. Hier die Schelle lösen. Dann kannst du den Schlauch abziehen vom Luftfiltergehäuse. Ein bisschen ranziehen. Das hört sich schlimmer an, als es ist. Aber man muss da schon ein ganz kleines bisschen Gewalt anwenden. Weil er hier schwer rausgeht. So, da haben wir das Teil. Kommt auch raus. Ich weiß, es gibt ein Problem mit diesem Stück hier, mit diesem Kabelbaum. Und zwar läuft das dann hier runter und geht dann hier kaputt. Hier unten soll das kaputt gehen. Bei mir aber alles hundertprozentig. Haben wir nachgeguckt. Das Ding ist Checkheft gepflegt. Hier geht das in den Sicherungskassen rein. Checkheft gepflegt. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Jetzt könnte man natürlich meinen, hier vielleicht diese Massepunkte, komm mal hier drauf, die musst du zeigen, nicht eben nicht, sondern die Massepunkte hier. Hier sind noch Massepunkte. Man könnte die jetzt alle hochnehmen und einmal alle sauber machen, aber es hatte sich ja nichts verändert. Dementsprechend wäre ja Quatsch, wenn jetzt auf einmal irgendetwas ist. So, jetzt können wir die Batterie rausnehmen. Zuerst den Pol ab. So, jetzt haben wir den Pol ab hier, ein bisschen zur Seite legen. Jetzt können wir hier unten die vom Halter lösen. Das ist immer ganz praktisch, das kann man hier drauf legen, dann fällt das nicht gleich ins Dingsen rein. So, jetzt aufpassen, dass der Pluspol da nicht wieder rankommt. Jetzt können wir die Minusbatterie rausziehen. Also man hätte es auch theoretisch da am Massepunkt abnehmen können, aber wir wollen es ja richtig machen und wollen hier nochmal gucken. So, der Pol sitzt auch richtig drauf. Wir gucken nochmal die Verkabelung. Komisch, komisch, nichts dran los. So, lass mal so, packen den so zur Seite. Jetzt machen wir das Ladegerät einmal dran. Und dann wollen wir doch mal gucken, was da passiert. Okay, kannst eben ausmachen. So. Dann wollen wir mal eben den Massepunkt richtig sauber machen. Schön sauber. Ach, da kann man noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich. Ich kann es gar nicht so gut sehen. Kannst du nochmal ausmachen? So, und wir wollen ja nichts unversucht lassen. Das heißt, wir gehen auch nochmal an den Sicherungskasten hier hinten drin. Der befindet sich dort unten. So. Der Stecker ist drauf. Das müsste von der Dingsen sein, von der Anhängerkupplung. So, dann gucken wir hier einmal rein. Zentralsicherungskasten. Turnier. 4-5-Tüber, Turnier, genau. So, da haben wir die beiden Dinger. Da oben ist das. Dann haben wir hier FA5 und FA8. FA5 ist Verriegelung der Hintertüren und FA8 ist das Modul für schlüsselloses Schließen. Okay.
Das nervt gerade ein bisschen. So, FA5. Das wäre diese hier. Die ist heile. Und FA8 ist diese hier. Ist auch heile. 20 Ampere. Stimmt. Gut. Und dann haben wir noch einmal im oberen Kasten, haben wir noch mal für die Wegfahrsperre. Ups, der muss richtig rein. Zack. Der kann wieder ran. So, kann der einmal ab. Und dann haben wir hier noch einmal FC5, das ist auch 20. Schlüsselloses Schließen und Startsystem. Einmal raus, einmal rein. Ist auch heile. Also das haben wir auch geklärt. Hätte ja sein können. Gut, kannst wieder ausmachen. So. So, einfach nur die zwei Dinger abmachen. Dann kommt hier so eine Hülle. Und dann haben wir hier. Warte. Selber kurz gucken. Ah, hier. So, der ist zum Drehen. Schöne Sache. Warum geht das nicht? I hate it. So, da haben wir den Sicherungskasten. Den guten alten Freund. Dann gucken wir hier einmal rein. Sicherungskasten. So, F4, F14, F15. F4 ist die Wegfahrsperre, F14 Fernbedienung, F15 das Zündschloss und F16 Batterieanlage, Diebstahlwarnanlage. Okay, also F4. So, da haben wir es doch. Gucken wir einmal hier. Das gehört so rum. Einmal die. So gehört der. Ja, ist richtig. Einmal die 4, 5 Ampere. Teile. Die wäre für die Wegfahrsperre. Dann die 14, 15 und 16. Das ist die ersten drei hier oben. Achso, ich brauche noch einmal den. Brauchen wir nämlich einmal den hier. Den habt ihr übrigens vorne im Sicherungskasten drin, im Motorraum. Da ist so ein Zieher. Warum der nicht überall drin ist, weiß ich nicht. So, dann schauen wir mal hier. Heile. Ah, hast du dein Handy dabei? Nee. Soll ich das eben holen? Ja, alles gut. Dann muss ich mal eben, gib mal das Handy kurz her. Stopp. So, nun haben wir also gecheckt. Wir haben die Sicherung gecheckt. Wir haben geguckt an den Massepunkten. Da hat sich aber ja nichts verändert. Dementsprechend kann da auch nichts sein. Es wurde nur die Batterie rausgenommen und rein. Den packen wir mal wieder zurück. Schon ein paar Mal erzählt. Den findet ihr hier. Hier gehört der irgendwo rein. Muss ich mal selber gucken. Da gehört er rein. Okay, das hätten wir also. Dann nochmal zum Verständnis, damit auch jeder sagt, okay, schaut hier drauf, Batterie hat 13,2, also full, ne? full, mehr geht nicht. Gut, das also ab, hier können wir nochmal gucken, ob das wirklich fest ist. Ja, das Ding ist dran, alles ist gut, hier ist er ja sowieso dran. So, wir können das Ding ein bisschen reinschieben. Drauf. Bloß wieder festziehen. Ein paar Fragen habe ich bei sowas immer. An Ford. Warum ist das Kabel so lang? Muss das sein? Gut. Wir wollen jetzt mal gar nicht alles ab. Wir hängen jetzt das Ladegerät trotzdem noch mal mit dran. Einfach nur, damit eventuell zum Starten ein bisschen mehr Strom dran ist. Da können wir uns diesen Massepunkt hier nehmen. Da haben wir einen dicken Massepunkt. Wollen wir auch noch mal gucken, ob der auch wirklich fest ist. Ist ja nicht so, dass wir nicht alles dabei haben. Hier haben wir den Schlüssel dafür.
Also fester geht's nicht. Na, fest kommt ab. Was das hier ist allerdings, weiß ich auch nicht. Achso, das ist einfach nur so eine Schutzhülle. Okay, da ist also alles dran. Ja, muss ja auch Plus und Minus muss ja auch dran sein, sonst würde drinnen auch keine Zündung gehen. Okay, also das Ding nochmal wieder dran. So, dann machen wir hier so. Das finde ich zum Beispiel schon mal interessant, dass hier jetzt 12,6 sind. Und achso, er springt sofort. Ist okay. Also, wir haben Strom. Da, 13. Jetzt können wir ja nur noch hoffen, dass es jetzt geht. Wenn er anspringt, läuft er wie ein Sack Nüsse, weil der Luftfilter und der Luftmassenmesser jetzt nicht dran sind. Was haben wir hier? Ach, das ist vom Getriebe. Wir gucken nochmal genau hier. Da haben wir das. Das geht nämlich oft kaputt. Das ist der zum Lüfter. Das weiß ich auch. Es gibt eine TSI, dass dieses Stück hier ersetzt wird. Dieses Stück Kabelbaum. Gibt es tatsächlich. So. Ich würde sagen, wir bauen den Luftfilter trotzdem ein, damit er auch vernünftig anspringen kann. In der Zeit kann die Batterie nochmal 0,2 Volt laden. So, wo haben wir den Luftfilter? Da. Hier. Den guten alten Luftfilterkasten. So, ich muss hier unten zuerst rein, da ist so ein Teil drin. Ist schon ein ziemlicher Krampf, da hat Ford echt Kacke gebaut. Den da reinzuschieben. Musst du schon genau gucken, wie, wo, was. Aber wir sind ja Profis. So, der geht nach oben. So, da ein bisschen rein. Da ein bisschen. So, perfekt. Nochmal weg. So, ran. Und zack. So, Luftfilter ist drinnen. Luftfilterkasten ist drauf. Die Schelle brauche ich jetzt hier noch nicht festziehen, weil ich den ja wahrscheinlich wieder abbauen muss. Stecker vom Luftmassenmesser drauf, festziehen. So, sitzt. Sitzt. Über 13 Volt. Interessant, interessant. So. Ein Schlüssel liegt ja wahrscheinlich drin, richtig? Und den anderen hast du, ne? Ja. Einen Moment. So viele Schlüssel jetzt hier, ich habe nämlich alle. Hast du meinen Autoschlüssel auch? Ja, ich habe alle Schlüssel. Den brauche ich auch, ich brauche beides. Also wir gehen jetzt auch mit beiden Schlössern rein. So, das erste, was wir machen ist, wir schließen einmal auf, einmal zu, nehmen nochmal den anderen, schließen auf, schließen zu. So, wir hatten die Batterie jetzt kurz abgeklemmt. Komm her. So, also, aufschließen, komm rum. Sorry. So, jetzt kannst du hier auch ein bisschen aufs Tacho zeigen. Lichtschalter ein Stück an. So. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Stimmt aber noch nicht. Stopp. Ich muss erst die Zündung machen. So, Zündung ist an. Gucken wir direkt, was passiert. Und Wegfahrsperre aktiv. Mein Dingsen muss ich eingeben, mein PIN für das Radio, das ist klar. Wegfahrsperre aktiv. Nur nochmal zum Verständnis. Ich mache die Tür noch einmal zu und mache noch einmal an und auf. Du machst jetzt mal an und auf die Tür mit dem Griff außen. Funktioniert nicht, weil der Schlüssel, genau, funktioniert nicht, weil der Schlüssel drin ist. Was man jetzt also noch probieren könnte, wäre, pass auf, aus. So. Nochmal Zündung an, nochmal probieren. Wegfahrsperre aktiv. Hat auch nichts damit zu tun, ob wir den hier reinstecken oder irgendwas. Es ist einfach, es geht nichts. Es geht nichts. Ford hat da was richtig Geiles gebaut, Alter. Ich gehe davon aus, das blöde Steuergerät hat die Schlüssel vergessen oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich werde ich zu Ford fahren müssen und die werden mir hunderte von Euros abschnacken dafür und mir erzählen, dass keine Ahnung, was alles neu muss und wetten, es ist gar nichts. Es ist einfach gar nichts. Wie gesagt, Batterie ist neu, die Batterie ist neu, die Schlüssel funktionieren.
Ich verstehe einfach nicht, warum das nicht geht. Und ihr merkt schon an meiner Stimme, ich bin echt sauer. Die einzige Idee, die ich jetzt noch hätte, also wirklich die einzige Idee, die ich jetzt noch hätte, ist, wobei es Schwachsinn ist. Wir gehen raus. Wir holen uns hier einmal den Notfallschlüssel raus. Kann ja sein, dass er das nicht will wegen Dingsen. Wir haben hier ja diesen Notfallschlüssel. Und jetzt schließen wir einmal auf und zu, nur mit dem. Also falls ihr das noch nicht kanntet, hier drin ist so ein Notfallschlüssel. Das hat letztes Mal auch schon nicht so gut funktioniert mit dem Schlüssel, ne? So, einmal zu. Einmal auf. Ich mache auch direkt die Tür zu. Könnte ja sein, dass es damit was zu tun hat, was aber Schwachsinn ist, weil das müsste auch gehen, wenn das Auto auf ist. Weg war schwerer aktiv. So, und jetzt kommt ihr. Was soll ich machen? Und es ist einfach so ärgerlich. Es ist einfach so ärgerlich. Scheckheft gefliegt, Alter, bis zum geht nicht mehr. Hier stecken tausende von Euros drin. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Und ich kann Ford-Werkstätten leider nicht vertrauen. Die haben mich schon mal dermaßen abgezogen. Da war nichts Großes kaputt und die haben mir mehrere tausend Euro abgenommen und haben alles durchgetauscht. Ja, scheiße. Ich hoffe auf euch. Vielleicht könnt ihr mir irgendwie helfen. Gucken wir mal, was passiert, wenn er die Zündung anmacht. Ach, geht sofort runter auf.